Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge meines Fahrerarbeitsplatzprojektes. Heute geht es um die aktuellen Neuerungen, wie jedes Mal. Allerdings heute mit dem kleinen Zusatz, mit der kleinen Besonderheit, dass der Rohbau komplett fertiggestellt ist. Und ja, ich möchte mich jetzt dem ersten Punkt widmen und das ist der neue Hupenknopf. Ich habe mir nämlich einen neuen Hupenknopf bestellt. Der alte liegt hier noch. Der ist aber von Mercedes-Benz. Ich habe da extra nochmal geforscht und nachgefragt und somit bin ich eben drauf gekommen, dass dieser Hupenknopf nicht von MAN oder Büssing, sondern von Mercedes stammt, was man recht gut sieht, wenn man den hier auf das Lenkrad draufsetzt. Er passt farblich exakt dazu und normalerweise ist hier dieser Stern drin. Ja, es gibt hier noch so einen extra Einsatz zu kaufen mit einem Stern drin, dann hätte man das Original. So ist es jetzt eher multifunktional ohne Stern. Das Besondere ist aber, dass dieser Hupenknopf eben von Mercedes-Benz stammt hauptsächlich und sich nicht eindrücken lässt. Der ist fest, ja. Der hat hier keine Feder oder irgendwas, womit man hupen könnte. Der ist wirklich fest im Lenkrad. Das heißt, so wäre der eigentlich für MAN ungeeignet. Habe ich mir eben überlegt, was könnte ich da am besten machen und bin dann letztendlich auf ein ganz tolles anderes Modell gestoßen und zwar ein MAN-Hupenknopf. Den sieht man jetzt hier und ich habe ihn schon etwas zerlegt. Der ist in einem relativ guten Zustand, wobei man sagen muss, dass er halt einfach über die Jahre ausgeblichen ist. Und dann ist aus dem Schwarz sukzessive ein Braun geworden, das sich auch trotz Polieren und Reinigen nicht mehr in Schwarz verändern lässt. Also es ist hier dauerhaft ein Braun geworden, was natürlich jetzt nur bedingt gut zu dem Lenkrad passt. Und deshalb werde ich den über kurz oder lang neu lackieren. Wie gesagt, ich habe ihn hier auseinandergenommen. Man sieht hier noch das MAN-Logo. Das werde ich natürlich dann mit weißer Kreide wieder nacharbeiten und rausarbeiten. Dieser Ring hier ist ein ursprünglicher Chromring, der leider auch schon altersbedingt etwas verrostet und korrodiert ist. Man sieht es hier hoffentlich. Und den werde ich auch sandstrahlen lassen, sodass der komplett chrom wieder wird. Also sodass der wirklich wieder seinen ursprünglichen Glanz zurückerhält. Ja, und der wird dann hier drauf, der wird dann hier reingelegt, so. Und dann kommt hier rein dieses Teil und der kommt quasi hier drauf und wird dann hier so rein geschnappt. Ja, das mache ich jetzt lieber mal nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn der hier drin ist, dann kann man hier reindrücken und kann somit hupen und hat einen echten Hupenknopf von MAN. Und rein äußerlich unterscheidet er sich auch ein bisschen von dem von Mercedes. Ich zeige es euch gerade mal. Wenn man den nämlich hier reinlegt, sieht man schon auch deutlich, dass der von Mercedes im direkten Vergleich einfach anders aussieht, eine komplett andere Form hat. Der ist hier an der Seite auch kantiger. Der hier ist eher runder und passt eben hier besser zu dem Modell, was ich versuche nachzubauen. Ob und wie genau ich den Hupenknopf verdrahten werde als Funktion, weiß ich noch nicht genau. Ich muss mir da mal überlegen, wie ich das eventuell hinbekomme, dass da ein Kontakt hergestellt werden kann. Zur Not werde ich den einfach nur als Zierobjekt am Lenkrad haben und dann noch eine extra Funktion, einen extra Taster, der dann extern die Hupe schaltet. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Da muss ich einfach mal schauen, wie sich das dann umsetzen lässt. So, wie man unschwer erkennen kann, ist der Rohbau wirklich fertig. Er ist wirklich sehr weit vorangeschritten und jetzt wirklich fertig. Ich habe hier das Lenkrad montiert, das jetzt sowohl hier die Lenksäule in dieser Einfassung hat, als auch hier unten nochmal, hier vorne eine Stütze und hier seitlich eine Stütze, hier seitlich eine Stütze und eine mittige Stütze, auf der es dann auch aufliegt, nämlich hier in der Mitte. Und das alles zusammen ergibt eine wunderbare Halterung für mein Lenkrad. Es wird auch hier, wenn man drauf drückt, nicht irgendwie nach unten gedrückt. Es ist wirklich äußerst stabil. Hier habe ich außerdem noch die Pedale angebracht. Und zwar einmal die Kupplung und den Fernlichtschalter, von dem ich ja schon mal gesprochen habe. So, und hier drüben
Bremse und Gas. Die werden wir jetzt alle mal ausprobieren. Und zwar werde ich mal kurz den Bus aufrüsten, damit man auch hier mal richtig was hört. Mal ein bisschen lauter stellen das Ganze. So, und das werde ich euch jetzt einmal demonstrieren, indem ich hier auf das Gas drauf titsche. So, dann einmal die Bremse. Ja, ich mache das Ganze hier auch nochmal, damit ihr das im Spiel nochmal seht. Die Bremse auch hier rechts von der Lenksäule. Einmal das Bremspedal. Und hier rechts das Gaspedal. Genau. Dann haben wir eben hier links noch die Kupplung. Das ist dieses große Pedal. Tätige ich auch einmal. So, das ist die Kupplung, wenn man es einigermaßen sieht. Und bei mir ist die Kupplung hier unten und funktioniert natürlich identisch. So, genau. Fernlichtschalter habe ich ja schon gezeigt. Der ist wie gesagt noch nicht angeschlossen. Der wird dann aber noch kommen. Das Ding ist noch lose drin. Das dient später dann für die Stabilisation des Lenkrads. Und jetzt werde ich euch das mal gerade zeigen. Hier unten ist das Logitech bündig mit dieser Halterung festgemacht. Und dieses Rohr hier passt exakt über das Logitech und lässt sich hier mit etwas Fingerspitzengefühl einfach ganz leicht abziehen. Ja, so sieht das von innen aus. Und dieses Rohr, wie gesagt, kommt dann immer auf das Logitech hier drauf und wird dann auch festgeklebt, wird hier drauf geklebt, damit es nicht mehr verrutschen kann und eins mit dem Logitech ist. Im Moment kann man es wie gesagt noch runterziehen und draufstecken. So. Und dann wird hier oben das Lenkrad, das eigentliche Lenkrad drauf montiert und zwar so, dass ich jederzeit den Hupenknopf abnehmen kann und das Lenkrad vor dem Kalibrieren des G27 einfach nur abdrehen kann. Und dann wird sich nur diese Säule mit dem Lenkrad hier beim Kalibrieren mitdrehen und das große werde ich dann danach drauf montieren, damit das Logitech so wenig wie möglich belastet wird. So ist es die galanteste Variante fürs Logitech und die einfachste auch, weil die Kraftübertragung richtig direkt hier erfolgt. Also mein großes, schweres Lenkrad ist direkt hier drüber und wird direkt hier über eine ungefähr 25 cm lange Stütze angetrieben und wird hier nicht irgendwie umständlich über eine Lenksäule umgelenkt, sondern ist hier direkt ganz zentral am Logitech die Kraftübertragung und ist somit geringer als Belastung für das Logitech. Also ich finde so die beste Variante, wie sich das Ganze umsetzen lässt. Ja, und lenken kann man damit natürlich auch schon. Es ist natürlich hier jetzt noch nicht festgeklebt, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich kann trotzdem schon lenken, indem ich hier einfach rumdrehe. Das geht ganz leicht. Eventuell wird es hier auch noch ein bisschen geschmiert. Das werde ich schon noch machen, damit es hier nochmal etwas flüssiger läuft. Aber im Großen und Ganzen läuft das echt schon vielversprechend. Und man sieht es hier auch am Lenkrad. Es dreht sich wunderbar mit. Ja, das war's zum Lenkrad. Das Armaturenbrett an sich ist immer noch das gleiche, hat sich noch nicht viel getan. Da gibt es allerdings eine Besonderheit, die werde ich euch dann gleich nachher nochmal erzählen. Jetzt aber erstmal zu meinem Schalthebel, der jetzt auch hier neu dran gewandert ist. Und zwar hier auf einer Stütze ruht. Die Stütze ist hier zweifach an dem Grundbrett fixiert. Das Grundbrett ist ebenfalls neu. Ich habe hier nämlich eine neue Grundplatte verbaut, das ist eben die hier komplett und die alte ist eigentlich gleich geblieben, nur eben hier noch eine neue dran und die dann hier verbunden, damit das richtig gut hält und hier an dem ganzen Rohbau richtig gut dran haftet. Genauso hier drüben natürlich ist hier fixiert, damit das wirklich gut hält. Diese Stützen fürs Lenkrad sind hier dann nochmal vierfach mit kleinen Keilen versehen, die dann verleimt und verschraubt wurden, sodass diese Stützen hier ganz sicher nicht mehr verrutschen können.
Ja, und die Stütze für den Schalthebel, die ist wie gesagt zweifach verschraubt, geht dann hier raus und hier ist dann der Schalthebel direkt mit dem Boden bündig unten drauf geschraubt. Die alte Halterung für den Schalthebel war mir persönlich zu instabil, deswegen habe ich mich jetzt für diese Methode hier entschieden. Ich finde, die sieht auch um einiges besser aus. Man sieht es vielleicht hier schon bei den Pedalen. Ich habe sie einfach aus dieser Kunststoffhülle, da ist doch so eine schwarze Kunststoffhülle drumherum bei dem G27, einfach die aufgeschraubt, die Pedale rausgenommen. Die kann man wirklich rausnehmen. Dann die hier separat auf dem Holz angeschraubt. Die Drähte hinten einmal nur zur Kupplung, die Drähte verlängert, weil die Kupplung ja doch etwas weiter links drüben ist. Und ansonsten die Pedale einfach so belassen hier hinten mit der Mechanik und den Drähten. Die Drähte werde ich dann natürlich nochmal auf dem Holz fixieren, damit sie da nicht so lose rumhängen. Aber ansonsten habe ich die Pedale wirklich so belassen, wie sie jetzt sind. Und so funktionieren sie wirklich perfekt. Ja, ihr habt das bestimmt schon gemerkt, dass es sich hier nicht mehr um den G27 Schalthebel handelt, den habe ich ja verkauft. Hier ist jetzt der G29 Shifter verbaut, der ja eigentlich mit dem G27 nicht zusammenpasst. So, dafür gibt es eine ganz einfache Methode, den an das G27 anzuschließen. Nur leider ist diese Methode richtig schwierig zu bekommen und nebenbei auch noch sehr teuer. Die Methode nennt sich einfach USB-Adapter. Von Leo Bodner, soweit ich weiß. Link gibt es gerade mal in der im Video. Ja, und dieser Adapter hier ist extrem selten zu bekommen, extrem schwer zu bekommen, weil er hauptsächlich nur in Großbritannien vertrieben wird und immer eingeschifft werden muss, was natürlich versandtechnisch extrem teuer wird und auch ja, zu kaufen richtig schwierig ist, weil nur Kreditkartenkauf akzeptiert wird und keine Überweisung. Ja, und trotzdem habe ich es geschafft, über ein ganz, ganz seltenes Angebot auf eBay den kostengünstig zu erwerben. Und er funktioniert wirklich so gut, er hält, was er verspricht und funktioniert wirklich einwandfrei. Da gibt es eine Software, die man sich runterladen kann, gratis dazu, die dann hier die Übertragung von USB-PC, das ist hier in dem Fall das weiße Kabel, zu Logitech G29 Shifter, dieses schwarze Kabel, steuert. Ja, und mittels dieses Adapters und des Programms kann man den Logitech 29 zusammen mit dem G27 schalten. Das Ganze sieht dann so aus, nur mal als kleine Beschreibung. Hier steht dann Logitech G27 Shifter und dann kann man den hier eben auswählen und aktivieren. Und dann funktioniert das Ding. Das werde ich euch natürlich mal demonstrieren. So, das war gerade das Gaspedal. Genau, ich werde es euch mal demonstrieren und zwar habe ich hier eine Verlängerung auf den G29 Shifter draufgebaut. Einfach den Schaltknauf abmontiert, geht ganz einfach und dann eine Metallstange, die im Durchmesser wieder optimal passt. Die ist hier innen hohl, einfach draufgesetzt. Die wird später natürlich auch noch lackiert, gar kein Ding. Ist etwa so lang wie ein originaler Schalthebel aus einem MAN SL200, lässt sich hier jetzt noch ganz bequem draufstecken, wird später natürlich auch festgeklebt, damit sie dann ihre Position hält. Und hier oben drauf habe ich wieder den Schaltknauf gesetzt, weil mir der recht gut gefallen hat und auch sehr schön aussieht, von den Maßen her auch echt gut passt. Der wird aber auch hier später noch schwarz lackiert, damit das originalgetreuer aussieht. So, das ist jetzt der erste Gang. Und man sieht schon, es ist natürlich ein ganz anderes Schaltfeeling. Und überhaupt natürlich mit Schaltwagen ein ganz anderes Feeling als mit Automatik. Genau das liebe ich auch daran.
So, dann fahren wir noch mal kurz an. Der Bus hier, den ich jetzt gerade fahre, der U307 V2, hat 5 Gänge. Nur mal so, by the way, es ist ganz wichtig bei Oldtimer-Bussen und überhaupt Oldtimer-Fahrzeugen immer ganz besonders aufmerksam runterzuschalten. Das zeige ich euch gleich mal. So, wenn ich nämlich jetzt bremse, dann bremse ich und schalte dann sukzessive und laufend einen Gang nach dem anderen herunter und mache das nicht so, wie ich es beim Auto machen würde und gehe in den Leerlauf. Also so mache ich das jetzt beim Bus. So wie ich es gerade gemacht habe, sukzessive Gang für Gang runterschalten, während ich bremse. Ja? Wenn ich jetzt Auto fahre, dann würde ich es anders machen. Und zwar, wenn ich jetzt nochmal kurz anfange. So, beim Auto würde ich jetzt einfach bremsen. Ich bin jetzt im dritten Gang, ich würde einfach bremsen. So, einfach mal bremsen. Und irgendwann, kurz bevor ich zum Stehen komme, in den Leerlauf schalten, ja, und dann zum Stehen kommen. Das wäre jetzt für den Bus eigentlich Gift, zumindest fürs Getriebe, und darum schaltet jeder, der einigermaßen was auf seinem Bus gibt oder der ihn noch länger haben möchte, überhaupt bei Bussen und eben auch bei überhaupt bei Oldtimern, Gang für Gang während dem Bremsen runter und geht nicht einfach in den Leerlauf und lässt sich irgendwo hinrollen. Ja, genau. Den Rückwärtsgang kann ich natürlich auch einlegen, das geht aber jetzt im Moment noch nicht, weil die Stange ja noch nicht festgeklebt ist. Wäre sie jetzt festgeklebt, könnte das schon gehen, würde das schon gehen. Jetzt im Moment muss ich den noch von Hand runterdrücken, muss die Stange wieder draufsetzen und dann bin ich im Rückwärtsgang. So, und dann kann ich ihn natürlich wieder lösen und zum Beispiel den ersten Gang schalten. Wichtig ist natürlich auch, man muss hier wirklich mit Gefühl schalten. Das ist ganz wichtig, gerade bei den alten Schaltwagen, dass man da einfach ja, mit Gefühl schaltet. Hier, wenn ich jetzt zum Beispiel im Leerlauf schalte, also ich muss vielleicht erstmal kurz den Motor anmachen. Und jetzt schalte ich einfach mal im Leerlauf Gang für Gang durch. Ja, also man muss sich Zeit lassen beim Schalten. Nicht wie ein Wilder schalten, sondern ganz langsam und ruhig schalten. Dann macht der Bus auch genau das, was man möchte. So, wir haben jetzt hier 5 Gänge. Einen 6. Gang gibt es bei dem Bus nicht, deswegen wird hier auch nichts, wird sich hier nichts verändern. Also einen 6. Gang gibt es nicht. Wenn man hier auskuppelt, dann immer ein bisschen schön ja, den Schalthebel in die Nullstellung bringen, damit man auch wirklich damit man auch wirklich in den Leerlauf geschalten hat. Und ansonsten ist es einfach nur wichtig, wenn man bremst, ich habe es ja gerade schon erzählt, angenommen wir sind im 4. Gang, dass wir dann Gang für Gang runterschalten, während wir bremsen, aber nicht anhalten zwischen den Gängen, sondern einfach hier in einem Stück runterschalten bis in den Neutralgang. Was ich auch noch gemacht habe in letzter Zeit, ist, dass ich mich mal an die Anzeigen, an die Rundinstrumente rangemacht habe, in Sachen auseinandernehmen. Ja, ich habe ja von vornherein angekündigt, ich werde meine Rundinstrumente per Servo in Betrieb nehmen und dazu ist es eben nötig, sie auseinanderzunehmen. Ja, das ist, hört sich zwar einfach an, ist es aber eventuell gar nicht. Es kommt immer auf den Verfallszustand an. Bei diesem Rundinstrument hier war es relativ einfach, weil dieser Ring, der hier drauf ist, er war hier drauf und man konnte, wenn man auf die Rückseite geschaut hat, war hier teilweise der Ring nicht mehr ganz an,
an diesem Instrument dran. Da waren so ein paar kleine Abstände dazwischen. Da konnte man natürlich dann einfach mit einem kleinen Schraubenzieher ganz behutsam und mit einem Messer das ganz, ganz leicht aufbiegen und dann den Ring sukzessive abdrehen und abnehmen. Dann kommt hier das zum Vorschein. Hier muss man diese Glasscheibe einfach rausnehmen. Kann man einfach rausnehmen und dann ist man quasi schon am Inneren oder im Inneren der Anzeige. Wichtig ist dann hierbei, dass man auf der Rückseite gibt es Schrauben, die muss man natürlich aufmachen, damit man das hier alles rausnehmen kann. Dann ist hier dieser Ring für die Glasscheibe, den kann man auch rausnehmen und hier dann die Skala. Dann kommt hier innen der Rest zum Vorschein, der Antrieb. Den werde ich dann auch auf die Dauer einfach rausnehmen, den brauche ich ja nicht mehr. Hier drin dann die Nadel, die habe ich jetzt schon hier reingelegt. Die ist natürlich normalerweise da nicht drin. Ich zeige das gerade mal. Ja, die ist ja normalerweise hier auf der Skala drauf und zeigt dann eben den Wert an. Die kann man dann, wenn man den Antrieb hier, wenn man das Ganze ein bisschen entkernt hat, das muss man sich natürlich dann anschauen. Also dieser Antrieb hier, der lässt sich eigentlich komplett rausnehmen. Man sieht das hier schön auf der Rückseite. Man kann hier den komplett einmal rausnehmen. Und wenn man das macht, dann kann man die Nadel samt der Skala wieder einsetzen und auf die Rückseite der Skala dann den Servo kleben, der dann die Nadel steuert. Das alles aber mal in einem extrigen Video, wenn es dann soweit ist. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie man das prinzipiell bei solchen Anzeigen löst. Ja, ich habe natürlich da noch eine andere Anzeige oder andere Anzeigen. Eine davon habe ich auch schon geöffnet, das ist die Öldruckanzeige. Bei der funktioniert es natürlich dann genauso. Und da der Fahrerarbeitsplatz jetzt rohbautechnisch komplett fertig ist, wird es nicht mehr lang dauern, bis wir ihn zerlegen und dann die ganzen Teile sukzessive erstmal zuspachteln, die Löcher, die da noch drin sind, oder die Schraubenköpfe, dass wir die eben zuspachteln, dass dann danach die bereits lackierten Flächen abgeschliffen werden und auch die nicht lackierten Flächen einmal kurz angeschliffen werden, dass dann die erste Schicht Lack aufgetragen wird, danach dann die komplette Schicht nochmal leicht angeschliffen wird, sodass sich eventuelle Fasern nochmal glätten und dass dann ein zweites Anstreichen als finales Lackieren erfolgt, sodass der Fahrerarbeitsplatz dann komplett fertig lackiert ist und sich dann endlich mal ans Sandstrahlen und Neulackieren der Armaturen Bretter gemacht werden darf. Ich sage bewusst Bretter, weil da nämlich noch eine kleine Überraschung wartet, die werde ich euch jetzt dann gleich nochmal genauer erzählen. Ja, außerdem ist natürlich noch wichtig, das Lenkrad dann ein für alle Mal auch zu fixieren und zu installieren. Und als letztes kommt dann eben die ganze Elektronik an die Reihe. Das ist jetzt erstmal der aktuelle Stand. Jetzt erzähle ich euch noch was zu meiner großen Überraschung. Ja, ihr seht es auf diesem Bild hier und habt es ja auch schon mal gesehen in meinem Standard 1 Video Folge 1, das Armaturenbrett eines Büssing BS 110V. Das ist ein absoluter Oldtimerbus. Klar, ich nehme mal den MAN SL 200 nicht aus, natürlich auch ein Oldtimerbus. Der Büssing ist aber nochmal gute 6 Jahre ungefähr jünger. Baujahr 1971, 1972. Und der MAN SL 200 ist etwa Baujahr 1977. Ja, und dieses Büssing-Brett ist eben ein ganz, ganz besonderes Brett, denn dieser Büssing BS 110V ist mittlerweile so selten geworden, dass es in Deutschland nunmehr nur noch unter 10 Exemplare gibt, die erhalten sind. Davon ganz viele in einem erbärmlichen Zustand und nicht mehr fahrbereit. Und ja, dieses eine Armaturenbrett, wie gesagt, stammt aus einem dieser Busse, die eben noch in Deutschland erhalten sind. Eine absolute Rarität mittlerweile, so ein BS 110V, denn es war schon ein Standardbus, ein Standard-Stadtlinienbus, der sich aber von MAN noch ein bisschen unterschieden hat, denn er basiert quasi, also er ist quasi der Vater bzw. die Mutter der MAN SLs 200, wenn man so möchte, denn man sieht es schon rein äußerlich an der Form, also er ist schon so ein bisschen formmaßgebend. Natürlich ist er noch weitaus
anders vom Aussehen her als der MAN SL200 dann tatsächlich. Aber so in den Grundzügen erkennt man schon, hey, der hat schon gewisse Elemente, die dann später auch beim SL zum Einsatz kamen. Ja, und als solcher war er quasi der Vorreiter und einer der ersten Standardbusse mit VÖV, die gebaut wurden. Und ja, dieses VÖV-Armaturenbrett seht ihr jetzt eben hier. Und das ist ja augenscheinlich in einem recht heruntergekommenen Zustand, sagen wir es mal so. Aber substanziell, also von der Substanz her, ist noch alles wunderbar erhalten. Ja, und dieses Brett hat's mir wirklich angetan. Ich hab's vor etwa einem Vierteljahr ganz zufällig entdeckt. Ich habe mich nämlich mal schlau gemacht, was es denn noch so an Schrottbussen in Deutschland gibt. Es gibt da verschiedenste Anlaufquellen, wo man nachschauen kann und eventuell dann auch solche Schrottbusse findet. Ich habe bei unglaublich vielen Leuten, bei Privatleuten und auch bei Händlern nachgefragt, ob sie denn noch Schrottfahrzeuge im Bestand haben oder auch da, wo es schon explizite Tipps gab, da könnte eventuell noch ein Schrottbus stehen. Habe ich natürlich auch nachgefragt. Viele haben mir einfach nicht zurückgeschrieben, die haben mir bis heute nicht geantwortet. Andere haben sich darauf berufen, dass sie das Fahrzeug schon längst verschrottet haben oder eben selbst brauchen als Ersatzteillager oder Ersatzteillieferant. Wieder andere waren mit ihren Preisvorstellungen einfach ja im Universum unterwegs. Und letztendlich habe ich dann wirklich einen einzigen Anbieter aufgetan, ein Privatmann aus Castrop-Rauxel, der bei sich auf dem Gelände sechs Büssing BS 110V stehen hat, alle in einem unterschiedlichen Verfallszustand. Also sprich, es ist ein Schlachtbus dabei, glaube ich, und auch noch besser erhaltene Fahrzeuge. Die seht ihr jetzt gerade hier auf dem Bild. Der gute Mann heißt Herr Redemann. Das sage ich jetzt einfach mal hier an der Stelle, denn wenn jemand von euch da noch Interesse hat an Ersatzteilen oder irgendwas braucht, dann kann er sich an ihn wenden. Die Telefonnummer seht ihr hier an diesem Schild. Denn ich glaube, der Redemann ist da sehr verhandlungsfreundlich oder sehr verhandlungsbereit und würde seine Teile eben gerne verkaufen. Wurde zumindest auf einer Homepage so beschrieben und freut sich bestimmt auch, wenn ihr ihn anruft und ihm ein anständiges Angebot unterbreitet. Klar, Leute, ihr müsst natürlich darauf Rücksicht nehmen, was diese Teile denn wirklich wert sind und nicht irgendwelche viel zu geringen und absolut exorbitant niedrigen Preise nennen. Klar. Nee, aber man kann mit ihm sehr gut verhandeln, er ist sehr freundlich und kennt sich auch aus auf dem Gebiet, was natürlich die Verhandlungen nicht immer ganz leicht macht, aber im Endeffekt dann doch besser ist als jemand, der davon gar keine Ahnung hat. Und ich habe mich eben auch an ihn gewandt und habe ihn gefragt, ob er denn bereit wäre, dieses Armaturenbrett zu verkaufen, in Teilen zu verkaufen, denn ich brauche nicht alle Teile, die da jetzt zu sehen sind. Zum Beispiel die Handbremse, der Warnblinkschalter, das Zündschloss und auch den Tacho brauche ich nicht, denn die Teile habe ich einfach hier schon als Komponenten. Und für den ganzen Rest habe ich ihm einen Preisvorschlag unterbreitet. Er hat ihn tatsächlich so angenommen, wie ich ihm den breitet habe, und zwar, ich sage es auch ganz offen, ich will daraus gar kein Geheimnis machen, denn viele von euch interessiert es einfach und ich sehe auch kein Problem darin, euch die Preise zu nennen. Ich habe für das komplette Armaturenbrett ohne diese besagten Teile 200 € inklusive Versand erzielen können. Das ist erstmal für den einen oder anderen, hört sich das jetzt absolut exorbitant teuer an, ist es aber nicht, weiß der Kenner, weil diese Armaturenbretter eben so dermaßen selten sind mittlerweile. Ich war vor kurzem wieder mal im OCM. Die haben auch ein Büssing BS 110V. Auch ein Armaturenbrett davon. Und gerade mal zwei Bilder, auf denen ihr gut seht, wie sowas aussehen kann, wenn es denn dann komplett restauriert und hergerichtet ist. Also man kann da wirklich durchaus was draus machen. Und so werde ich das dann auch, oder habe ich es zumindest vor zu tun. Ich werde dann, sobald es bei mir ankommt, der Herr Redemann verschickt es bald, werde ich mir dann die ganzen Komponenten, Schalter, Kontrolllampen, alles mal vornehmen, werde sie ausbauen, werde sie aufwendig säubern und teilweise auch restaurieren. Da werde ich euch natürlich auch Einblicke reingeben, ganz klar. Und der Träger, die Trägerplatte an sich, die werde ich komplett abstrahlen lassen und komplett neu lackieren lassen, ist ja logisch. Denn ihr seht ja selbst,
die hat's mehr als nötig. Und das trifft sich ganz gut, denn die Trägerplatte vom SL200 Brett und andere Metallkomponenten möchte ich auch noch sandstrahlen lassen und lackieren lassen, und dann trifft sich das hervorragend. Das Tolle an dem Brett ist, dass wenn es dann wirklich fertig restauriert ist, genauso wie mein SL-Brett, erstens mal erkennt man es nicht wieder im Vorher-Nachher-Vergleich. Da freue ich mich schon am meisten drauf, auf diesen Vorher-Nachher-Vergleich. Und zweitens ist es einfach so praktisch, denn man kann das SL-Brett aus diesem großen Trägerteil herausnehmen, mittels der Schrauben einfach aufmachen, rausnehmen. Dann werde ich das so konzipieren, dass die ganzen Anzeigen, Schalter und Leuchtmelder, die Kabel, dass die eben mit Steckern versehen sind, sodass man die Stecker dann abstecken kann, das komplette Brett einfach rausheben kann und dann durch das andere vom Büssing ersetzen kann, das ebenfalls mit den Steckern einfach wieder verbinden, die einzelnen Elemente, und dann einfach wieder reinsetzen. Elemente, die jetzt bei dem Büssing-Brett nicht vorhanden sind, die aber beim MAN-SL-Brett schon vorhanden sind oder auch umgekehrt, die werden natürlich einfach dann dazu ergänzt und dann separat noch als anderes Element geschalten. Das ist gar kein Problem. Aber alle anderen Elemente werde ich natürlich dann quasi doppelt belegen. Einmal für Büssing und einmal für MAN. Und dann wird das ganz komfortabel auszuwechseln sein, das eine Brett eben gegen das andere. Den Vorteil, den ich habe in dieser ganzen Sache, ist, dass das Lenkrad, das ich jetzt hier schon liegen habe, für beide Armaturenbretter gemeinsam geeignet ist. Der Hupenknopf ist mittlerweile auch schon für beide geeignet. Es steht zwar MAN drauf, aber man kann dieses kleine MAN-Symbol in der Mitte immer noch gegen ein Büssing-Symbol wechseln, ohne dass man den ganzen Hupenknopf erneuern müsste. Also das ist alles schon kompatibel. Klar, das Büssing-Armaturenbrett stammt aus einem Automatikwagen, hat deshalb auch den ganz, ganz seltenen Automatiktaster. Und mein SL-Brett stammt aus einem Schaltwagen. Das ist natürlich erstmal ein bisschen konträr, macht aber im Endeffekt auch nicht viel. Denn ich werde dann einfach den Schalthebel vom S, also wenn ich jetzt SL fahre, habe ich den Schalthebel. Sobald ich das Armaturenbrett gegen das von Büssing auswechsle, dann werde ich einfach den Schalthebel abschrauben, abnehmen, fertig aus, ist der schon mal weg, und dann kann ich eben die Automatik fahren. Damit dann da eben wirklich nur entweder Schalthebel oder Automatiktaster sichtbar ist. Ansonsten wäre es ein bisschen komisch irgendwie, wenn beides da wäre. Aber jedenfalls ist es relativ komfortabel, das Ganze zu wechseln. Und das Beste an der Sache, wie gesagt, man kann es wirklich, man kann die Funktion genauso weiter nutzen, denn es sind ja im Endeffekt die gleichen Funktionen. Nur eben noch ein paar zusätzliche Schalter, die das eine Brett eben dann nicht hat. Ja, und genau das ist mein neues, sagen wir mal, Teilprojekt, das jetzt dann zusammen mit dem SL-Brett realisiert werden soll. Ja, und dafür werde ich mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, damit ich diese beiden Bretter komplett aufarbeite. Es wird eine ganze Menge Arbeit und die Verkabelung natürlich umso mehr, aber wenn dann beide vorhanden sind und ich die dann immer, je nachdem, was ich gerade fahren möchte, auswechseln kann, dann wird das ein richtig faszinierendes Erlebnis da. Ja, und ich hoffe, dass es euch genauso gefällt und euch genauso fasziniert, wie gesagt. Ja, wenn das der Fall ist, dann gebt dem Video doch bitte einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Egal, ob ihr mir eure Fragen schreibt, irgendwelche Anregungen oder einfach nur Lob, abonniert meinen Kanal, wenn das noch nicht geschehen ist, und wenn ihr Interesse daran habt, auf dem Laufenden zu bleiben, was meine neuen Videos angeht, empfehlt mich weiter, teilt, wie auch immer. Wäre sehr nett von euch, dann ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als seid gespannt auf das, was noch kommt. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Tschüss.